Obwohl er den Status des Joker-Clans nicht verbessern konnte, war Joker überzeugt, dass eine ähnliche Organisation in dieser Dimension Erfolg haben könnte. Mit einer Reihe verheerender Terrorakte verängstigte er die Bevölkerung und überzeugte die Gutgläubigen, dass er selbst der Schlüssel zur Sicherheit sei. Der neue Joker-Clan hatte bald Millionen von Mitgliedern weltweit und führte regelmäßig regierungsfeindliche Angriffe durch, was die Weltwirtschaft ins Chaos stürzte.